Hallo zusammen, wir sind ja in der Testreihe BB Creams. Heute habe ich eine sehr günstige für euch im Angebot. Die testen wir zusammen, also ein First Impression. Und zwar die Nivea BB Cream 5 in einem. Spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Steht hier drauf. Hat einen Lichtschutzfaktor von 15. Mit Mineralien, Provitamin, B5. Was ist da noch drin? Bio-Jojoba-Öl. Logisch Farbpigmente, eine leichte Textur, 24 Stunden, habe ich schon gesagt, ne? Feuchtigkeitsspendend, deckt kleine Makel und Unebenheiten ab, auch Rötungen, soll sich nicht in den Fältchen absetzen. Okay, wir werden sehen, perfektioniert den Ton, soll ein frisches Hautgefühl zurücklassen, also nicht cakey. Nehme ich mal an, setze ich jetzt mal voraus. Diese Creme kostet 5,25 Euro. Es sind enthalten darin 50 Milliliter. So, gibt es bei DM zu kaufen, aber auch so im Netz. Ne? Aber die Preise, die schwanken zwischen 5,25 Euro und 7,45 Euro, aber in der Drogerie bekommt ihr sie für 5,25 Euro. In einem Tüpchen. So, ach ja, gibt es in zwei Farbrichtungen. Das ist jetzt mittlerer bis dunklerer Hauttyp und dann gibt es noch den hellen Hauttyp. So. Also mit den anderen, mit der Judith Williams war ich sehr zufrieden, der Douglas auch, das habt ihr ja mitbekommen. Und die andere, die allererste, die fiel durch, die L'Oreal. So, ui, oh, Mamma Mia, die sieht ganz schön dunkel aus. Eieiei, die sieht ganz schön dunkel aus. Ui, da bin ich ja mal gespannt. Ich hatte die helle geswatcht und die war einfach zu hell, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht braun bin. Ich nehme wieder meinen Pinsel, den Zoeva 110. Und, ja, ach, das ist aber schön. Meine Güte. Riecht wie Nivea. Und sie deckt ab. Sie deckt, ich habe hier so Rötungen, sie deckt ganz toll ab. Ihr braucht nur wenig Produkt. Wenn ihr den richtigen Pinsel habt mit dem Beauty Blender. Also hier ist ein ganz schönes Teil. Das werde ich jetzt mal sehen, ob das auch abgedeckt wird. Ja, also man muss den Nivea-Geruch mögen, weil sie riecht ganz schön nach Nivea. Und ich muss sagen, also der dunklere Hautton, also für einen dunkleren Hautton, ist es wirklich wie ein Make-up. Wie ein Make-up. Ist ein bisschen dicker als die von der Judith Williams, aber sie deckt schön ab. Also wie sie schreiben, kleine Rötungen verschwinden. Also nicht zu sehr unter den Augen entlang. Ich muss sagen, First Impression, ich bin zufrieden. Wie macht ihr das eigentlich? Tragt ihr das mit den Fingern auf, mit einem Beauty Blender oder mit einem Pinsel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt habe ich eine Menge Make-up noch drauf. Ja, das reicht für mein Empfinden. So, ich mache mal wieder mal den Brillentest, ob sich das in den Fältchen absetzt. Nee. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Glow, so ein bisschen, ne? So ein kleiner, leichter Glow. Also für einen kleinen Geldbeutel ist die prima. Setzt sich wirklich nicht ab, liegt praktisch darüber, liegt so auf der Haut. Sie ist jetzt nicht so schwerelos wie die von der Judith Williams, die sich so ein bisschen so wie Seide auf die Haut gelegt hat. Aber klar, sie ist auch kompakter, die andere war dünnflüssiger. Nun gut, ich hoffe, dass ich mit dieser Testreihe euch so ein bisschen weiterhelfen konnte. Bei der Suche ist es gar nicht so einfach, jetzt günstige zu finden. Ich zeige euch die nochmal auf der Hand. Also die hellere, für einen helleren Hautton, die ist bedeutend heller. So, klebt sie? Nö.
Also ich bin echt überrascht. Für 5,25 € sehr, sehr schön. So, dann werden wir jetzt nochmal den Ton ein bisschen. Ich wollte überlegen, das ist diese Macaron. Nee, nicht Macaron, Patisserie. Patisserie-Palette. Also ich dachte erst mal, dass ich ein bisschen Bronze auftrage, aber das ist absolut nicht nötig. Das ist 5 in einem. Sie ist unglaublich. Manchmal passieren auch unglaubliche Dinge. Das ist so ein zartes Rouge hier. Das heißt übrigens Macaron. Ich habe das schon im letzten Video gesagt, wenn ihr eure Rouge so ein bisschen verblenden wollt, dann nehmt einfach, deshalb ist so ein Pinsel schön, einen Foundation-Pinsel und macht das, geht da so ein bisschen drüber. Tja. Als alles Drogerie, das ist der Favorit 642 Colorid Shine von L'Oreal. Ein wunderbarer Lippenstift mit einer seidigen, pflegenden, duftenden Textur. Gibt es in vielen Farben. Das ist jetzt mein Favorit, so für jeden Tag. Man hat einen gepflegten, schönen Mund. Er verschwindet natürlich, ist logisch. Durch die pflegenden Öle verschwinden diese Lippenstifte relativ schnell. Diese matten, diese lang anhalten, diese Superstay, das hält natürlich. Ne? So, meine Lieben. Also das ist nicht abgedeckt worden. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mehr darüber gebe, guckt man, dann ist es weg. Ich bin ja immer sehr sparsam im Auftragen. Also sie deckt ganz toll ab. Also ein ganz großes Lob. Also es überrascht mich selbst. Diese Nivea Foundation, das ist ja keine Foundation, eine BB-Creme, aber sie kommt mir vor wie eine Foundation. Das ist ein sehr gutes Produkt für wenig Geld mit einer tollen Deckkraft und setzt sich nicht in den Poren ab. Hat diese wertvollen Inhaltsstoffe, auch Bio-Jojoba-Öl und hat einen Lichtschutzfaktor. Was ich nur festgestellt habe, die 15, die, also nicht die 15, also die hat 15 und im Netz stand was von 25. Also ich gehe mal davon aus, im Netz ist es falsch geschrieben. Auf der Tube steht Lichtschutzfaktor 15. Das reicht doch erstmal so aus. So, das war jetzt der Test. Der Test und dann habe ich noch ein anderes Produkt. Das ist von Catrice. Das ist ein Primer. Ein Dream Primer. 10 in einem. Sensational. Soll also auch das Hautbild perfektionieren, bevor man ein Make-up aufträgt. Das ist jetzt noch zu. Das werde ich dann demnächst testen. Und dann kommen wir nochmal so ein bisschen zu Foundations zurück. Oder ich könnte natürlich auch noch hochwertigere, aber ich wollte so also bei 5 € dachte ich nicht, ich wollte zwischen 9 und 20 € so testen, ja. Jetzt sind wir sogar bei 5 und die mit, also 5 €, ich bin völlig platt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist ein First Impression, also das ist jetzt wirklich mein allererster Eindruck und der gefällt mir sehr gut. Also kann ich durchaus empfehlen, wer Nivea mag. Warum nicht? Ihr Süßen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren, dass ihr keines der Videos verpasst. Ich danke euch wie immer und habt einen wunderschönen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Tschüss.